Guck mal, ohne Hände. Also ich habe meiner Mutter erzählt, dass wir einen Podcast in einem fahrenden Auto aufnehmen. Und sie so, oh Gott, wie schrecklich, wie gruselig. Das ist überhaupt nicht gruselig. Das ist voll geil. Das ist wie wenn du mit Stützrädern Fahrrad fährst. Wir sitzen in einem voll elektrischen Ford Mustang Mach-E. Und das Auto lenkt selber. Echt richtig geil. Richtig crazy. Und ich glaube, es ist zumindest in Deutschland der erste Podcast dieser Art, den wir so aufnehmen. Und gucken, wie weit wir diesen Mustang reiten können. Genau. Beziehungsweise er reitet ja selber, aber wir hocken drauf. Cool, jetzt hat er selber gebremst, ne? Ja, ja. Der hält auch richtig gut den Abstand. Das muss ich sagen, triggert mich bei dir nämlich sonst immer ein bisschen, wenn du selber fährst, dass du manchmal einen Ticken nah auffährst, für meinen Geschmack. Ja, man erkennt man ja den erfahrenen Fahrer. Das stimmt doch einfach wirklich gar nicht. Riegel, hast du Hunger? Bananen sind auch ein super Snack. Fühlst du dich sicherer, wenn Blue Cruise fährt oder wenn ich alleine fahre? Also grundsätzlich vertraue ich ja Maschinen mehr als Menschen. Die Frage ist, vertraue ich Maschinen mehr als meiner Ehefrau? Ich finde es ziemlich geil. Thomas, wie findest du es? Mega. Es ist sehr, sehr chillig, oder? Also ich finde, der Claim, dass es ein entspannteres Ankommen ermöglicht, ist durchaus wahr. Ja, weil einfach weniger von Menschen abhängt. Und der Mensch ist wirklich das größte Problem beim Fahren. Ja. Schreibt uns übrigens, ob ihr noch gerne mehr Folgen von unterwegs hören wollt und wenn ja, wo wir hin sollen und vielleicht mit welcher Aufgabe. Also man könnte beispielsweise dann auch viel mehr Gäste haben. Man könnte dann einfach so Hochkaräter irgendwo hinfahren. Was, Beyoncé, du musst nach Düsseldorf in die Arena? Steig doch ein!